Roulette-Kessel gucken Samstag 6.7.2019 Tagesgewinn 5.000 Euro Quantenmechanik Autor D-Selzer McKenzie YouTube. Heute ist Samstag der 6.7.2019, es ist jetzt 15 Uhr und ich begrüße die heute hier versammelten Zuschauer, auch wenn es nur 5 Zuschauer sind, im YouTube-Livestream. Wir sind heute nochmal wieder in Duisburg im Reaslen Casino und unser Spieler wartet bereits an dem Tisch auf sein Einsatzsignal, welches allerdings nur kommt, wenn die Vorkonstellation gefallen ist. Und das könnte noch etwas dauern, ich melde mich also alle Stunde noch einmal. So, nun ist es fast 18.45 Uhr und unsere Vorkonstellation ist gekommen. Wir beabsichtigen nach dem 4-Handwechsel zu setzen. Unser Spieler steht bereits am Tisch, wir spielen heute im Casino am Tisch 4 von Duisburg und dort hat soeben der 4-Handwechsel stattgefunden. Ich habe mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie-Au gerechnet, dass nach dem 4-Handwechsel in Folge 5-mal Rot kommen soll. Unser Spieler steht bereits am Tisch und setzt jeweils mit 1000 Euro Stücken auf einfache Chancen. Nun warte ich mal ab, wenn der Spieler sich meldet. Jetzt haben wir es 19 Uhr und der Spieler meldet sich mit Freude. Heil 5 gesetzten Korps haben gesessen. Es ist nach dem 4-Handwechsel, weil vorausgesehen, tatsächlich 5-mal hintereinander rot gefallen und zwar wie der Spieler meldet. Die 1, dann die 5, dann die 7, dann die 7, dann die 27. Also 5-mal hintereinander rot und alle Korps haben wir gesetzt. Somit unser heutiger Gewinn alles Paletti. Euro 5000. Ich schalte den Livestream jetzt ab.